besten nicht über meine Cornflakes hier. Willst du? Hast du Hunger? Schaffst du das? Oder ich habe sie sehr schlecht gecatcht, die Schabe leider. Ich weiß nicht, ob er die wirklich greifen kann. Hier, Monty. Ich muss weg mit meinem Kopf, damit er mich nicht sieht. Er konzentriert sich immer nur auf mich. Hast du sie? Jetzt ist halt schwer. Monty? Du musst loslassen. Ja, scheiße. Monty? Oh, no. Jetzt habe ich... Nochmal versuchen? Hier, Monty, komm. Versuch's nochmal. Jetzt. Try again. Le regole ti frenano. Lasciale a chi ne ha bisogno. Du halt, Monty, komm. Sonst kriegen die Ameisen das jetzt gleich. Wenn du es jetzt nicht machst, try. 30 Sekunden alla generazione dei. Guckt er denn drauf? Sieht man das, ob er guckt? Guckst du, Monty? Ich glaube, die Schabe bewegt sich zu wenig. Hast du keinen Hunger? Doch, hat er. Der hat safe Hunger. Monty ist wie ich. Der hat immer Hunger. Hier, guck mal, die bewegt sich. Hier. Ja. Sehr schön. So. Finally. Ja, er ist ein bisschen verwöhnt. So, auf geht's, wir spielen die genervte Agali. Welche Musik brauchen wir? Shinobi-like Musik? Two steps from Elo. Right now. Scheiße, es geht direkt los. W ist sehr gut gegen Nahkämpfer auch, Leute. Könnt ihr euch merken? You can merk. Also, unsere W hat jetzt mehr Cooldown, deutlich mehr. Und hat weniger Duration. Beziehungsweise, also wenn wir sie verlängern, die Duration. Da müssen wir definitiv drauf Acht geben. Das heißt, wir können weniger pauken, weniger aggressiv spielen. Weniger alles einfach. Einfach weniger alles. Müssen wir mal gucken, wie krass das wird. Ich meine, weniger Poke ist schon eklig. Mi piace. Nochmal mit Piace? Keine Energie. Jetzt zum Beispiel hat das einfach 25 Sekunden. Heilige Scheiße. Scheiße, ich hätte den... Obwohl, ich krieg auch den Minion. Sehr gut. Ich wollte gerade sagen, ich hätte für den Minion gehen sollen, aber hab beides bekommen. Oh Mann, alter Xerif. I don't like. Xerif, und er geht nicht leer. Merci, hat er Teleport. Das heißt, er ist potenziell sehr weich. Alter, der skriptet doch. Müssen wir potten oder noch nicht? Ja doch, ich würde sagen, wir potten mal. Das Problem ist, dass er ist halt... Alter, hat er eigentlich schon eine Q verfehlt? Der muss skripten, Leute. Script confirmed. Confirmed. RIP. Alter, ist das ekelhaft. Also ich glaube, ich rush sure. I metodi tradizionali non funzionano. Ich schwöre, der scriptet doch. Ci vediamo. Ci vediamo. Se sono abbastanza. Scheiße. Niederleben Early Game tot ist wie Lee Sin im Early Game tot. Ist einfach RIP. Er hat jetzt zum Glück nicht mehr so viel Mana, allerdings kriegt er natürlich Mana wieder, wenn er mich angreift. Wir haben aber ganz ordentlich CS. Also ist okay, dafür, dass wir so hart gepressured werden, ist das fein. Problem ist, dass mein komplettes Team stirbt. Ich muss halt aufpassen, wenn nämlich einmal Stunt mit der Full kommt, bin ich tot. Non sono qui per fare amicizia.
glaube, ich bin gleich tot. Scheiße, Alter. Ja, ich muss shoppen, oder? So, ja, ich meine, er hat nicht so viel Mana. Und wenn ich Level 6 wäre, kill ich ihn, glaube ich. Er hat halt fucking Teleport. Ich kann Nidalee nicht helfen. Botlane muss ihr helfen. Stirb bitte. Danke. Welche Rasse ist Monty? Gut, das ist tatsächlich eine gute Frage. Allerdings sind das immer so italienische Namen. Bei meinen Ameisen oder so Latein oder sowas. Bei meinen Ameisen kenne ich die Namen. Aber bei Monty weiß ich es leider nicht. Also eigentlich habe ich gesagt, wir kaufen kleine Schuhe, die reichen auch. Weil wir böllern jetzt einfach so hart aus dem Leben, hätte ich gesagt. Also für alle, die es nicht gesehen haben, hier ist der kleine Monty, der ist noch am Essen. Ne? Kleiner Monty, du kleiner süßer Monty. Oh ja. Kleiner, bitte nicht sterben. Also ich glaube immer noch, dass er skriptet. Ein Skript kann halt auch nicht immer treffen, glaube ich. Aber wir werden sehen. We will see. Ist natürlich jetzt doof, dass er einen Kill bekommen hat, aber auch einerseits nicht, weil er ja Full Damage weitergeht. Und wir ihn dann einfach weiter töten. Scheiße, reicht nicht, aber ich muss hier raus. Scheiße. Leute, könnt ihr bitte nicht alle feeden, ey? Heute habe ich irgendwie den Tag der Teammates. Immer sind alle am Turbo feeden. Scheiße. Ho un carico di guai da distribuire e un sacco di tempo. Komm schon, gib mir das die Energie. Ja, scheiße, ist zu spät. Den einen Mann, den ich bekomme, RIP. Lifesteal Nerfer Kali. Sono la maestra di me stessa, come piace a me. Dürfte Monty nicht bald schon ja sein? Ja, also ich glaube auch, dass Monty nicht mehr allzu viel Zeit hat, aber ich glaube, es ist einfach, weil er sehr gesund bei mir lebt und sehr glücklich ist. Und dadurch hat er wahrscheinlich noch ein paar Täckchen mehr Zeit. So, wir haben jetzt wieder Ignite Ult, das ist gut. Und er hat halt einfach Teleport und der geht Full Damage. Also er darf sich nicht beschweren, wenn er stirbt eigentlich. Die Frage ist, können wir ihn, also ja, können wir ihn One-Shotten? Eigentlich ja, ich glaube schon. Okay, jetzt hat er auch seine E raus. Das ist halt... Wenn er sich jetzt beschwert, er kann sich nicht beschweren. Wer gegen den Assassinen Full Damage baut und Teleport nimmt, ist selber schuld. Ganz ehrlich. Scheiße. Jetzt sterbe ich, weil ich geschrieben habe. Vielleicht überlebe ich aber? Nee. Oder? Nee. Ach, guck mal, nur durch Schreiben stirbst du, Alter. Scheiße, ey. Scheiße, aber, ne, gegen... Ja, er ist schon 3-0 jetzt. Oh, das war unnötig. Habe ich ihm mehr Geld? Nee, aber es waren nur 300, ne, nicht mehr. Ist das PB? Nee, das ist der echte Server. Scheiße, ich hätte wenigstens weglaufen sollen. Scheiße, Leute, Shaco Kompott. Ich meine, das ist gut. Shaco River. Oh, lol! Morgana skriptet auch? Sie hat ihn einfach... Lol, der Morgana-Skin sieht cool aus in dem Chroma. Der sieht irgendwie so richtig... Der sieht richtig evil. Was ist das für einer? Ist das der Standard in Chroma? Sie hat einfach... Sie skriptet auch. Allerdings... Irgendwie skriptet jeder in dem Spiel. Nur ich nicht. Scheiße.
Also, ich würde ja... ich meine, dadurch wird es wieder fair, aber was denkt es besser? Ein Skript einer Morgat oder ein Skript einer Xirat? Jetzt wird's schwierig, Alter. Sie hat ihn einfach unsichtbar gebindet. Ceres ist immer noch Bot, allerdings hat der auch jetzt einen Kill gegettet. Das ist nicht so geil. Das ist nicht so geil. Aber wir können jetzt dafür noch ein Plate gönnen. Wir haben bald das Gunblade fertig. Das ist sehr schön, Leute. Wir sind sehr nah dran. Sobald wir Gunblade haben, ist Karov... Der geht weiter Full Damage. Ich meine, das hier... Der geht doch fürs Full Trainer Gameplay, oder nicht? Scheiße, keine Range. Aber ja, okay, sie gettet das, okay. Hier ist nochmal eine Q. Oh, lol! Nice! Nein! Oh, noch mehr Plates! Oh, das ist der schönste Tag in meinem Leben! Ah! Bitte keine Xavier, bitte keine Xavier. Pot ist drin, Pot ist drin, Pot ist drin. Ich bin I'm out. Er kann nichts anderes machen, als Full Damage zu bauen. Klar, Magier-Sense, Spirit Visage. Also der erste Punkt ist, du spielst halt nicht Teleport gegen Assassin. Das ist der very first point. Das macht man einfach nicht. Das macht man nicht. Und klar, auf Magier, Magier-Sense zu bauen ist nicht so geil, aber du kannst auch HP bauen. Also klar, es gibt schon Items. Du könntest ein Rod of Ages bauen. Ist nicht so geil, wenn wir ehrlich sind, aber besser als 0-10 zu gehen. Du könntest auch einen, das macht man auf sowieso manchmal, oder meistens gehen die Xerox sowieso Morellos. Du könntest einen AP-Stein kaufen. Schon mal für das Item hier. So, wir haben jetzt Gunblade und er wird jetzt geröstet. Er ist Full Damage. Was? Der ist free. Free. Wenn er jetzt kommt, dann ulte ich ihn an. Also, falls er irgendwie in Range kommt. Er müsste. Oder wir gehen erstmal zum River. Da ist nämlich Action. Scheiße. Okay, da hätte ich hingehen sollen, glaube ich. Der ist doch jetzt bestimmt hier drüber gegangen, der Shaco. Ich bin Pathfinder. Der ist hier. Geht jetzt zum Red Buff. Weil er dann aber gesehen hat, dass sein Red Buff nicht da ist, geht er zu den Golems. Ja! Shinobi ja. Jetzt haben wir leider keine Ult mehr für den da in der Mitte. Und ohne Ult. Ich bin aber hier, um dich zu assisten, falls du den nerven willst. Nimm den. Ja, nimm den. Ich bin da. Hä? Weiß nicht, ich bin voll da für ihn, aber er sagt... Okay, da ist noch Lucian. Lucian. Jetzt kriegen wir gleich wieder die Laserschelle ab. Ja, also man sieht, Akali ist immer noch fein, aber... Ich meine, der Xerath intet ja auch ein bisschen. Nee. Sollen wir mal Magic Pen getten oder nicht so? Oder sollen wir... Ich meine, ich habe keine Ult, ich kann eh nicht so viel machen. Magic Pen ist schon ziemlich geil, auch gegen Server Spell Sturgeon. Kurz die Monty Cam. Monty, wie geht's dir? Nicht so gut oder gut? Er ist noch gerade am Essen, okay, ich lass ihn mal. Oh, der Sheriff ist schon wieder unten. Was ein Jam, du. So, wir haben gleich Ult. Das Gute ist, bis auf Tam Kench können wir jeden von denen töten. Klar, Tam Kench könnte natürlich nervig werden, weil der nervig ist. Komm, gib mir das Blade. Give it to me. Was? Die sterben nicht? Really? Okay, jetzt haben wir Ult, ich bin unterwegs. Coming. Nicht sterben, bitte. Ach, scheiße. Frage ist, der wird jetzt die Mitte deffen. Können wir ihn schnell bursten? Nee. Der kriegt halt 5-3, ja komm! Dimentica l'equilibrio. Questa è la resa dei conti. Eigentlich... Ich...
Stirb, danke. Jetzt kommt wieder irgendwas von ihm. You know need. Wir nehmen jetzt seinen Turm. Tower Taker. Ach, come on. Er hat kein Mana, aber. Null Counterplay versus Champ. Ich benutze die ganze Zeit meinen Defensivspell und werfe ihn durch die Gegend und. Ich gehe Full Damage. Ich bin Xerif. Ist Barrier oder Exhaust besser gegen Assassinen? Es kommt auf den Assassinen an. Grundsätzlich ist Exhaust Late Game besser und Barrier im Early Game besser. Alter, ich nehme das jetzt. Cinebiamo, hier. Ich würde grundsätzlich immer Barrier empfehlen. Barrier safe. Aber es kommt, wie gesagt, auf den Assassinen an. Es gibt Assassinen, die machen alles wie Tal und einer Combo. Wenn du dann Exhaust landest, bam. Es gibt aber auch Assassinen, die machen, wie Akali ihren Damage verteilt über einen gewissen Zeitraum. Wenn du dann Exhaust drauf machst, dann wartet sie halt und dann benutzt sie ihre Spells. Und gegen Assassinen sind ja stark im Early Game. Also zum Beispiel auf Supportern ist Exhaust manchmal gut. Wenn du siehst, weil da spielst du nicht direkt gegen den Assassine, der ist in der Mitte. Exhaust wird aktuell gar nicht mehr gespielt auf Supporter und meistens, wenn es gespielt wird, schlecht eingesetzt. Deswegen nimmt lieber Ignite. Aber wenn ihr ein richtig guter Supporter seid und ihr seht, hey, in der Mitte, die haben einen Zed, die haben eine Akali, die haben einen Talon. Im Late Game wird euer AD Carry immer gewone-shot, wenn der Talon oder Assassine gut ist. Und ihr beschwert euch, oder der AD Carry. Wenn ihr dann Exhaust drauf macht, gewinnt ihr das ganze Game. In dem Moment. L'unica regola è che il nemico non deve sopravvivere. Wenn Talon unsichtbar ankommt, wird das schwierig. Wenn Talon unsichtbar ankommt, dann intet er. Frage ist, hat sie Ult? Weil sonst würde ich einfach den Tower anspringen. Cinebiamo! Cine, ich will Assist. Ah, okay, dann nicht. Ich weiß nicht, ob ich Flash hätte müssen, aber ich wollte nicht, dass sie mich irgendwie awkward stunt oder so. Unterm Tower, am Tower, um den Tower. Können wir den Drake nehmen? Cinebiamo! Da ist er wieder, aber er ist, glaube ich, halt auch ein Opfer. 10 Gold für so eine Nudelbox ist eigentlich. Guck mal, das ist echt cool. Ich kann direkt den richtigen sehen, aber bringt mir nichts. Oh shit. Hä? Der wartet das Spellschild ab oder was? Oh la! Das war unfair. Das war unfair. Der hat mich voll verwirrt. Hat sich selbst verletzt. War verwirrt. Und jetzt ulte sie oder was? Oder hatte sie vorher keine? Das war unfair. Dafür wird er gelistet. Aber Shaco hat mich gekillt, nicht Xerif. Gilt unser Hass jetzt Shaco oder Xerif, Leute? Das müsst ihr jetzt sagen. Also es war schon. Also ohne Shaco hätte Xerif den Kill nicht gemacht. Und es war ja zusammen hinterlistige Zusammenarbeit. Aber es war irgendwie von beiden hinterlistig. Hinterschlistig, listig. Ich hätte ja sogar noch Materialien gehabt. Sonjas. Ja, das war's schon. Ich glaube, Ult hatte ich gar nicht, oder? Und E. Bubble hatte ich, glaube ich, oder? Nee, weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Ich komme. Das hier wird halt der Endboss werden. Wobei es 0-4. Aber ich bin unterwegs, der ist tot. Dieses Game. Das hat nichts mit Elo zu tun. Das hat was mit Laufen und Töten. Neues Brettspiel. Laufen und Töten. Das ist. Den zu töten macht halt überhaupt keinen Sinn, aber wir können ja als Brücke benutzen für den Gegner, der da im Busch sitzt. Oh mein Gott, 12.000 Genius, iGenius, scheiße. Ja, nehmen wir den nehme ich auch. Oh, welcome, noch einer, welcome. Kommst du auch noch runter? Bitte. Den lassen wir Ezreal, weil der war eh kein Geld wert. Ah, der war sogar jemand gekillt, der war sogar Geld wert. Aber dann fühlt er sich, ja, okay, hey, Akali nimmt nicht alle Kills, sondern, ne, sie lässt auch die 30 Gold Kills fürs Team. Aber. Oh ja, ein Drake, Leute. Ein Drake, Leute. Natalie. Send Gang. Send Smite. Bitte. Send Smite. Also ist aber Legend. Wenn ich in der Mitte jemanden sehe mit Teleport und ich in Assassine spiele.
Dann denke ich mir, herzhaft würzig, richtig fein. Geht's in meinen Mund hinein. Ich bin da gleich. Ich Quickset. Also ich würde lieber hier Tower Damage. Fragezeichen. Later. Hier ist ein Gunblade. Tschüss. Und okay, jetzt müssen wir uns irgendwas ausdenken. Wir haben 5 Sekunden für Ult. Wir müssen kurz einmal raus, damit die Ult, die Bubble länger hält. Later! Willst du das wirklich machen? Nein, willst du nicht. Willst du nicht. Nee, machen wir aber auch nicht. Ist überhaupt nicht worth. Also, ja, da unten waren noch so viele Gegner. Das war nicht worth, da so ein Risiko einzugehen. Wir haben adapted, Leute. Zu nicht mehr Full Greed. Man hätte da vielleicht einen Kill machen können. Die Chance dabei zu sterben ist aber relativ hoch. Und wir sind schon wieder... Also, 150 Euros nur plus, aber wir sind... It's fine to say sometimes nein. Finalmente. Wir graden das Sonias jetzt nicht ab, weil ich die Stopwatch noch ab und gleichzeitig können wir dann schon mal Fett Damage kaufen. Sobald Sonias benutzt wird, kaufen wir dann das Stundenglas komplett. Ich finde das immer schwach, wenn der Gegner so viel Hilfe bekommt wie der Sheriff. Ja, also, ich meine, wenn der Sheriff so hart auf den Sack bekommt, er trotzdem muss man muss ihm anerkennen, er hat dafür, dass er so hart die Lane eigentlich verloren hat. Ich meine, hätte ich alle meine Ults auf ihn geworfen, wäre er nicht so standen. Aber er hat irgendwie schon viel Impact im Game gehabt, muss man ihm lassen. You have to let him. Hat er mich gesehen? Scheiße. Ich dachte kurz, er hat mich nicht gesehen. Also irgendwie, ja. Und das Problem mit der E ist, die hätte ich werfen können, aber wenn er sich gleichzeitig wegbewegt, die ist so langsam, dass es meist nicht trifft. Und deswegen wollte ich ihn erst slowen. Aber der Sheriff ist unten, die sind alle unten. Deswegen würde ich jetzt... da könnte man jetzt hingehen und mitbetteln und dies, das. Aber Kills, Leute, entscheiden das nicht, sondern Türme. Deswegen würde ich jetzt some Tower Pressure applyen in der Mitte. Oder zumindest... Aber das Problem ist natürlich, dass er jetzt wieder keinen Druck macht. Wir müssen also jetzt hier insgesamt Druck machen. Hat sie mich gesehen, wenn ich da so vorbeischleiche? Vielleicht nicht. Ist natürlich jetzt Greed, aber wir haben halt den Vorteil, dass Morgana scriptet. Cinebiamo! Schön mit Gunblade, direkt den Burst kombinieren. Wir warten, bis einer hier vorbeikommt. Naja. Also, ich bin mal auf gut Glück einfach. Hab gedacht, vielleicht treffe ich ja den richtigen Shaco. War nicht der Fall. Dafür, dass es aber greedy war, bin ich zufrieden damit. Dass wir halt leben. Ja, wir wollen halt Tower Damage, wäre halt cool, wenn wir ein bisschen hier was machen könnten. Ich meine, ihr seht aber generell jetzt, das ist ja Akali nach dem Nerf. Und ich spiele komplett greedy, kann man sagen. Also, ich habe leider nichts, sonst hätte ich den mir da echt gegettet, aber... Ich sage euch, die skripten alle. Vielleicht tun sie es, jetzt sehen wir den nächsten Skript. Skript 1, Skript 2, Skript 3... Das war, also wenn man da sagt, es scriptet nicht, dann ist man wirklich dumm. E into Gunblade. Into Bre. Into W. Into... Ich könnte einen Flash in das Kibbe de Boom machen. Later? Okay, das ist, komm ich hier einfach weg? Ja, ich wollte jetzt drüber flashen, aber ich kann auch einfach weglaufen. Chakus hier. Ich hab halt nichts irgendwie gerade. Akali Schmakali. Genau das. Wir haben gleich wieder Ult. Wir flashen jetzt mal. No! Ja, Greed wird einfach nicht belohnt, Leute. Es ist einfach so. Und durch solche Aktionen verlierst du... Sowas darf als Assassine nie passieren. Das klingt zwar hart, aber du darfst als Assassine nicht sterben. Let's not throw more. Wenn du als Assassine stirbst, gibst du dem Gegner, der Scale Champs hat, Möglichkeiten, ins Game reinzukommen. Jetzt graden wir das auf. Mir fehlen jetzt 50 Gold noch. Our bad. Vielleicht kann sie ja stealen, ich meine, sie ist Nidalee. Zwillis sind. Aber die Gegner machen das nicht schlecht, die machen gerade Damage-Stop. Und blocken den Speer-Damage. Und er klaut ihm einen Bumerang, das wäre es gewesen. Das wäre es gewesen. Jetzt wird es nochmal kurz ein bisschen hart, aber ich glaube, ich habe das, Leute. Meine Performance ist bisher ganz okay, ich glaube, ich gette das. Leute, lass Infernal. Nicht sterben jetzt. Nidalee ist tot, ist schlecht. Aber ich bin... Ja, also wir kommen auch noch den. Ich gette den. Ja, also. Ja. Ich mache jetzt einfach. Kann ich den Infernal machen? Leute, hier.
Einfach scheiß drauf und kommt her. Das Schako kommt jetzt einfach her. Infernal! Hallo! 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 Nee, du nicht, Monty, tut mir leid. Hallo! Alter, ich bin zu langsam dafür. Gleich kommt der Smite weg. Wir haben keinen Jungler. Geil. Very geil. Ich muss ihn töten, wenn er kommt. Ach komm! Wenn wir den verlieren, dann nur wegen Narufant. Ich werde jetzt gleich für einen Int-Move gehen müssen. Na, Alter, ihr intet doch. Thanks, na. Das schiebe ich ihm jetzt komplett in die Schuld. In die Schuhe, die Schuld. Das ist echt... Ich meine, es ist worth, weil wir Inferno bekommen haben. Aber der Tod hätte echt nicht sein müssen. Alter. Won't follow your greedy ideas. Was für greedy ideas? Der war free, der Shaco war low und er musste in die Base. Und wir nehmen den Inferno in der Zeit. Während die Gegner Baron gemacht haben. Das war 10 von 10. Aber ist egal. Ist egal. Oh, sie hat nicht getroffen. Oh mein Gott. Ich glaube, sie hat ihren Skript ausgemacht, damit es nicht auffällt. Ist egal. Wir müssen jetzt zusehen. Es ist schade. Also wir stehen halt 8-3 immer noch. Wer ist das denn? Morgana, sah aus wie Rakan. Ich bin da, aber boah, wir gehen gerade für den Quick-In, Alter. Ja. Ja, wie viel hat denn der Shaco, Alter? 6-3-6, der ist full bam. Der macht, der böllert ordentlich. Can we group up now? Wir müssen je, ab jetzt mal zusammen versuchen. Ich meine, ich war gerade tot, aber wir müssen jetzt mal versuchen zu groupen. We lost it. Ja, Bruder, wenn du die ganze Zeit so schreibst, dann ja. Stop, schreib. Oh lol, er hat das darüber gestellt, oder was? Scheiße, ich bin tot. Ja, das war bad. Mann, das macht mich gerade traurig. Leute. Ne, nicht dieses We lost it. Einfach so von wegen, wir können das. Guys, nothing lost yet. Just chill, group and care for Shaco. Guck mal, der Xerif übrigens, ne? Stundenglas soll auch ein Item sein, das sehr, sehr gut gegen Assassinen ist. Könnte man auch rushen. Klar, es hat Armor. Ist immer ein bisschen schwierig, Armor zu kaufen gegen Assassinen, aber... Manchmal ist das einfach worth, wenn du dafür nicht stirbst. Und im Late Game ist das sowieso sehr, sehr geil. I can one-shot everyone except Tam. So just chill. Jetzt kommt wieder irgendwas. So, einfach jetzt zusammen die Mitte runterrennen. Komm, wir haben sogar einen Inferno, die haben einen. Wir haben sogar einen Erddrache. Wen müssen wir töten, ist die Frage. Töten wir Shaco? Der ist ein bisschen flutschig. Er ist ein bisschen tanky mit Black Cleaver und Rune King. Am besten wäre es, wenn wir den Xerif töten, würde ich sagen. Schwierig aber. Weil Shaco killt halt mein AD Carry. Das ist das Problem. Ich könnte halt hier auch für einen Catch gehen, aber... Am besten wäre es auch, wenn wir uns Shinobi-like positionieren. Und zwar hinter den Gegnern. Das heißt, ich bräuchte auch das Radar. Das vergesse ich immer. Auf Akali vergesse ich es immer. Shinobi-like wäre hier. Wir müssen nur aufpassen, dass Shaco uns nicht catcht. Ich weiß halt nicht, ob die hier Vision haben. Also das ist halt very perfekt. Der hat seine Bubble raus. Jetzt wäre perfekt. Aber dafür müsste das Team vorne engagen. Scheiße, Alter. Also. Ja, okay, also. Ja, schade. Stimmt nicht. Ja, also die Idee, die ich hatte, war gut. Aber erstens hatten die da offensichtlich Vision. Oder sie haben mich einfach gesehen. Naja, dann jetzt haben wir verloren. Wahrscheinlich. Wobei, oh, hat Shaco gekillt. Ja, nee. Einfach jetzt disengage, dann ist es okay. Aber irgendwer wird dann noch sterben. Die sind halt wirklich... Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie mich so hart wollen. Ich meine, es ist offensichtlich, weil ich wahrscheinlich der Wichtigste bin. Wobei er so auch big ist mittlerweile, aber... Ich bin gleich da. Ich habe nur keine Ult, aber ich bin da. Also deswegen haben wir jetzt wegen, deswegen ist das Teil auch so wichtig. Man muss von hinten ran und es wäre besser gewesen, beziehungsweise ich hätte noch ein Sekündchen warten sollen, bis das... Der Xerf war halt out of position. Aber... die müssen vorher in der Mitte engage und dann kann ich da rein.
Dragon ist Erde, Leute. Das ist ein guter Place zum Fighten. Da kann man sich schön positionieren. Müssen nur schnell ein bisschen pushen vorher. Allerdings kommt auch Baron. Ist die Frage. Aber ich glaube, die haben halt kein Team, um Baron schnell umzurushen, hätte ich gesagt. Problem ist, das ist eigentlich ziemlich gut, aber ja, da sind so viele Gegner. Können wir das schnell machen hier? So, wir jetzt Positioning, Leute. Shinobi Positioning. Das heißt, wir müssen von außen. Der Fight wird gleich hier sein. Oh, der Xerif ist hier. Wir gehen einfach hier lang. Vielleicht wissen die es nicht. Und die gehen jetzt da lang. Und ich gehe jetzt gleich von hinten da rein. Ach, come on. Bruder, ich gehe jetzt einfach über die Wand. Er kann doch da nicht rüber, oder? Cinebiamo! Cinebiamo! Man nennt es auch Hashtag Superclean. Jetzt müssen wir nur irgendwie Tam Kench töten. Guck mal, perfekt. Jetzt gehen wir wieder in den Rücken rein. Man nennt mich auch den Rückenmarkzerstörer. Okay, diesmal nicht. Den dann noch vielleicht töten, alter Tam Kench, Alter. Ich hasse es jetzt schon. Na na nee, oh na 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 na. Jetzt können wir Baron machen. Wir könnten, ich mache eh kaum Baron Damage. Ich gehe einfach für Botlane Pressure. Und ihr take Baron. Ich denke, ich mache eh super wenig Baron Damage. Leider haben wir keinen Jungler, ist das Problem. Hätten wir vielleicht machen können, aber scheiße. Da komme ich nicht mehr raus. Jetzt ist der Baron leider weg. Das war... Boah, der Shaco, ich komme auf den Shaco nicht klar. I know, come clear. Scheiße. Ich meine, Baron ohne Jungler zu machen... Ich meine, Shaco war, glaube ich, tot, aber gefährlich. Was kaufen wir? Was kaufen wir? Er kauft jetzt finally mal ein bisschen AP. Ich hoffe, die machen den nicht. Pray. Ich glaube, die machen den, aber es wäre klug, wenn sie ihn machen würden. Tankiness, Magieresistenz, Armor wäre klug eigentlich. Ganz ehrlich, wir sind der goldene Shinobi. Der goldene Shinobi. Ach, die Stopwatch habe ich echt benutzt, okay. Ja, RIP. Vielleicht klaut sie ihn. Komm, geh, ich trust. Ah, vielleicht kommt sie aber noch raus. Das wäre wenigstens gut. Oh Gott, was. Oh Gott. Okay, ich glaube, wir haben verloren. Ich meine, immerhin ist Tarn tot. Aber jetzt raus einfach. Oh Gott, okay, wir haben verloren. Dann können wir auch Damage kaufen. Wenn Morgana überlebt, haben wir es. Es gibt noch. Es gibt. Es ist noch nicht. Ich bin unterwegs. Wenn ich den jetzt catche. Ein bisschen Zeit. Ich habe kein Stundenglas. Scheiße. Scheiße. Ich meine, ich habe Shaco gekillt. Das ist schon okay, aber. Ich meine, wir die enden noch nicht. Es ist noch nicht over. Was für Sonja. Ja, sehr schön. Beziehungsweise Sona holt es immerhin im Nichts verpufft. Das ist aber auch wieder eine Runde, du. In solchen Runden hätte ich super gerne Gathering Storm. Das Problem ist, dass Nidalee super weich ist. Und das ist das Problem an diesem Champ einfach. Sie ist ein Nahkämpfer, aber gigaweich. Ein gigaweicher... Okay, Xerif geht für Majors. Den müssen wir auf jeden Fall getten. Nicht sterben, bitte. Danke. War aber schon wieder knapp, du. War schon wieder knapp. Wir müssen jetzt gleich wieder richtig Assassin-like spielen. Aber die Gegner wollen potenziell mich... Alter, ich starte mal 7-2, aber... Naja. Ist auch nicht hart, wenn alle einen richtig hart wollen. Leicht, meine ich. Da ist Shaco mit GA. Also GA wäre jetzt tatsächlich noch eine Möglichkeit. Brauche ich CDR? Eigentlich schon, hätte ich gesagt. Eigentlich bräuchte es mehr als Nidalee, oder? Sehe ich das verkehrt. Aber wenn sie den nimmt, dann lasse ich ihr den. Beziehungsweise sie hätte ihn mir eher lassen müssen. Also weil ich ja nicht die Kontrolle drüber habe. Sie hat das Smite und so. Blablabla. So, was machen wir? Hier war keine Vision drin. Das ist schon mal gut. Das ist ein guter... Das Ding ist, wir sollten aber Baron warten. Wie lange hält Baron noch? Ein bisschen. Shaco geht rein. Und jetzt kommt Lucian hier an.
Und jetzt gehen wir direkt drauf und böllern ihn aus dem Leben, weil ich Shinobi den nicht kille. Ja, okay, das ist aber fein. Das ist fein, das ist fein, das ist fein. Das war schon mal gut, wenn er jetzt allerdings erst tot. Aber ich kann ihm da auch nicht helfen. Ich habe keine Heals oder sowas. Bitte nicht sterben, bitte nicht sterben. Ah. Ich glaube, das Problem ist Nidalee. Nidalee ist halt einfach Lee Sin auf AP. Bringt nichts mehr. Nida, you need tankiness. Sie ist weich, stirbt direkt, schwierig. Weich, stirbt direkt, schwierig. No, I don't. I need team. Ja. Ja, Tam Kench kann ich nichts gegen machen. Ich habe auch keine Ult. Ach, come on. Ich meine, die hatten jetzt gerade auch noch Baron. Die haben sogar immer noch Baron. Also, sie hatten einen gewissen Vorteil, aber... Es ist halt echt schade, dass der Xerath gewinnt, aber der ist jetzt auch nicht ultra bad. Man kann jetzt nicht sagen, wow, der hat es nicht verdient, aber... Ach, come on! Mann, no! 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 Man muss jetzt resümieren. Ich habe hier und da ein bisschen gestrollt. Natürlich, Assassinen sind immer riskant, ne? Man kann nicht sagen, ja... Du bist hier und da gestorben. Hätte ich weniger Tode gehabt, hätte ich das Game gewinnen können. Aber ich meine, Assassinen sind halt so, dass man manchmal Risiko eingehen muss. Ich meine, du musst halt in die Backline rein und dies, das. Ja, scheiße. Der Tod auf der Botlane zum Beispiel, das hätte nicht sein müssen. Das war Risiko, dass ich nicht eingehen hätte. Wäre ich da nicht gestorben, hätte ich den Baron nicht abgegeben, hätten wir vielleicht das Game gewinnen können. Natürlich hätte auch jeder in meinem Team einfach besser spielen können, aber das kann ich ja nicht beeinflussen. Schade, Marmelade.